Promi-Geflüster, heute wieder mit einer ganz neuen aktuellen Folge. Und zwar habe ich heute gleich drei im Interview, drei Jungs. Sie sind eine Band, eine Boyband kann man vielleicht sagen. Und sie nennen sich Zeitflug. Wir haben sie ja letztes Jahr auch schon mal kurz vorgestellt, aber heute geht es mal ein bisschen ausführlicher. Und dazu hole ich sie mal alle kurz rein in unsere Schalte sozusagen, und dann sieht das Ganze so aus. Da haben wir jetzt hier rechts neben mir den Martin, unten den Dennis und ganz unten links wiederum den Ruben. Hallo zusammen, grüßt euch. Hallo. Hi. Ja, schön, dass es klappt, dass ihr euch kurz Zeit nehmt. Wir sind jetzt kurz bei einer Aufzeichnung und das am Donnerstag um kurz nach 11. Habt ihr die Zeit oder was macht ihr aktuell gerade? Fangen wir mal bei Martin an. Ja, also ich habe die Zeit gerade. Ich bin ja fauler Student und deshalb, ich habe noch Semesterferien und muss, also ich arbeite noch nebenbei in der Gastronomie und die beginnt erst am Nachmittag, deshalb habe ich morgens und vormittags immer Zeit. Alles klar. Ruben, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe mir gerade eine kurze Auszeit im Büro genommen, also ich bin auf der Arbeit und ja, habe mir die Zeit genommen. Sehr schön, das freut mich. Und beim Dennis? Ja, ich habe leider nicht so gutes WLAN. Ich bin in Berlin gerade auf dem Seminar und hier ist das WLAN angeschaltet, gerade schlecht. Deswegen, ich nehme auch die Zeit natürlich gerne. Also hören tun wir dich, das ist schon mal ganz positiv. Sehr gut. Ja, Zeitflug, das ist eigentlich eine... Ja, ich habe gerade gesagt, Boyband, kann man das so, euch so noch betiteln? Geht es noch durch? Wer möchte dazu äußern? Also, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen zwangsweise, ist so ein bisschen die Außenwirkung so. Sobald, glaube ich, mehrere Männer oder Jungs zusammen Musik machen, hat es immer ein bisschen Boyband-Feeling. Aber natürlich sind wir jetzt in einem Alter, wo Boy nicht mehr so richtig passt, aber es ist vielleicht, manchmal muss man das in dem Wort auch nicht so genau sehen, aber wir sind eigentlich einfach ein Trio, würde ich sagen. Also wir selber versuchen jetzt nicht zwingend das Boyband-Schema zu bedienen, auch wenn wir tanzen und singen. Okay, also tanzen und singen gehört bei euch dazu und ihr habt euch, ich habe es gerade mit Ruben vorhin schon ein bisschen kurz angesprochen, 2015 sozusagen hat sich die Band quasi gegründet. Damals war es noch eine andere Besetzung und so richtig durchgestartet jetzt eigentlich 2019. Stimmt das so ungefähr, ja? Ja, genau, kann man so sagen. Ja. Martin, du bist ja eigentlich da auch schon von Anfang an, kann man sagen, mit dabei, gell? Mhm. Gründungsmitglied. Jetzt mal schauen, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn, genau. Richtig. Genau, also ich war sogar zwei, drei Wochen vor Dennis in der Band. Okay. Und wenn du jetzt so ein bisschen mal deinen Werdegang, deine Geschichte mal so erzählen möchtest, dass dein die Fans draußen dich mal ein bisschen besser kennenlernen, also auch meine Zuschauer vor allen Dingen. Also mein Werdegang bei Zeitflug oder genau, mein genau. Werdegang? So, oder musikalischer Werdegang so ein bisschen, genau. Okay, also ja, ich war 2011 Kandidat bei X-Factor. Mhm. Und habe es dort bis in die fünfte Live-Show geschafft. Danach habe ich halt ein bisschen, also solo rumgetingelt und habe hier und dort ein paar Auftritte gemacht, habe auch ein, zwei Singles veröffentlicht. Und dann kam 2015 das Angebot von unserem ehemaligen Manager, dass ob ich nicht Interesse hätte, in einer Band zu singen. Und es ging um Schlager. War ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich mich vorher nicht wirklich mit Schlager beschäftigt habe. Und dann haben wir uns getroffen und ich fand das Konzept und alles cool. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bin ich dabei. Und genau, seitdem bin ich Mitglied von Zeitflug und wir schlagen uns so durch. Sehr gut. Dann den Dennis, wie war es bei dir? Wie kamst du dazu? Und was sind so deine Vorgeschichte? Ich kannte den unseren ehemaligen Manager durch einen gemeinsamen Freund und ich hatte auch vorher schon eine eigene Schlagersingle aufgenommen und dadurch kam eigentlich das zustande, dass ich dem Schlager sozusagen schon vertraut war und vorher habe ich ein Musical gemacht und auch Kindertheater gespielt
Und genau, Zeitglück war dann halt eine ganz neue Herausforderung. Ja. Ein kleiner Fun-Fact: Die Single, die Dennis ursprünglich solo veröffentlichen wollte, vor Zeitflug, ist letzten Endes eine Single von Zeitflug geworden. Ah, okay. Klar, Ja. dann. Klingt dann auch nochmal ganz anders wiederum, Ja, ne? absolut. Im Dreigesang sozusagen. So, und Ruben, last but not least. Ja, ich komme ursprünglich eigentlich so aus dem Gala- und Background-Musiker-Geschäft und bin durch einen Freund dann aufmerksam geworden auf das Casting, was dann damals für die fehlende Nummer 3 gemacht wurde und habe mich beworben und wurde genommen. Bin Ja. jetzt seit über 2 Jahren dabei, 2,5, ja. Ja, Ja. wunderbar, wunderbar, sehr gut. Und so seid ihr jetzt aufgestellt, habt auch schon ein paar Singles draußen und die ganz aktuelle heißt Im Bett von deinen Eltern. Das ist Genau. auf Rubens, kann man sagen, Idee entstanden, oder? Genau, richtig. Richtig. Ja. Also, ich habe den nach einem Videodreh in einer Bierlaune, habe ich mir unseren Produzenten geschnappt und habe gesagt, komm, ich will das jetzt mal als Demo aufnehmen. Und am gleichen Abend haben wir es den Jungs dann vorgestellt. Es ist natürlich mein schelmischer Humor durchaus darin zu erkennen. Der allerdings noch deutlich schärfer war, also ich musste ihn etwas entschärfen. Aber ja, es ist jetzt, wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, dass das jetzt unsere Single wird und bis jetzt läuft es auch super. Und im Hessischen Rundfunk sind wir jetzt schon gespielt und im Bayerischen glaube ich auch und bin sehr zufrieden damit. Man ist natürlich extra aufgeregt, wenn man die Nummer geschrieben hat. Das ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Im Bett deiner Eltern, es ist ja ein bisschen auch was Humorvolles, wenn man so zwischen die Zeilen hört. Also eine ganz tolle Geschichte. Martin muss das Ganze dann immer sozusagen singen. Du bist so der ja, Frontmann, kann man sagen, von Zeitflug, oder? Oder würdest du das nicht sagen so? Nicht? Nein, also wir sind da gleich aufgestellt. Also ich, Okay. was ich gerne mache, ist am Ende mal zum Ende eines Liedes dann gerne mal ein bisschen ausbrechen und hier und da mal schrei ich gerne mal rum, sage ich mal. Aber ansonsten sind wir da komplett gleichberechtigt. Okay, sehr gut. Und wie bei der Entstehung, ich meine, das war jetzt ja eher so die Idee von Ruben, wenn er jetzt an neuen Titel arbeitet, wie geht's da voran? Wie Soll ich kommen immer die, mal wie, ja, wie sagen? kommen da die Ideen so Ja, es ist zustande? ja, sehr Ich glaube, unterschiedlich. Dennis oder Ruben können besser beantworten. Okay. Könnt ihr mich Ja, hören? also. Wer möchte? Genau, wenn ihr mich hört, würde ich sagen. Ja, Dennis, bitte. Es ist halt, genau, es ist halt sehr unterschiedlich. Manchmal bekommen wir einfach Melodien, wo wir dann Texte schreiben. Oder wir bekommen auch schon fertige Songs, die schon, ja, wie gesagt, komplett fertig sind. Oder manchmal ist es auch so, dass wir halt selber Ideen haben. Okay, und dann ist eigentlich schnell Einigkeit, der und der Titel ist es, der passt für uns oder wird dann noch ein bisschen rumgefeilt und ausgesiebt. Sind da mal sehr demokratisch. Also es stehen dann Songs zur Auswahl und dann wird quasi abgestimmt und klar, manch einer ist dann unüberstimmt, aber eigentlich sind wir uns da relativ einig. Sehr schön. Und es ist so, also es ist selten so, dass ein Song sofort perfekt ist. Also wir bekommen vorläufige Versionen und dann gibt ihr dann nochmal seinen Senf dazu und dann wird da nochmal drüber gearbeitet und immer weiter. Und manchmal kann das sehr anstrengend sein, weil dann wie jeder irgendwie was ja, zu bemängeln hat. Also es ist schon ein Prozess, der da entsteht, wenn da so eine Single produziert wird. Ja, klar. Und jetzt natürlich, wir haben letzthin schon mal einen Anlauf gestartet. Da hatte ich leider ein bisschen technische Probleme, um das Interview zu starten. Da wart ihr gerade alle wieder schön zusammen für einen Auftritt. Und glaube, es ist einer der wenigen, die so nach der Corona-Zeit langsam wieder, ja, wo es wieder ins Rollen kommt, oder?
Ja, absolut. Also es ist einfach so, dass die Veranstaltungsbranche immer noch, so wie es aussieht, ein bisschen am Boden liegt und wir jetzt da zum Glück eine schöne Veranstaltung auch mit den Kollegen von Neon zusammen hatten. Es hat großen Spaß gemacht, wieder auf der Bühne zu stehen. Mal wieder muss man ja auch sagen, es stehen schon ein paar Termine an und standen auch schon ein paar Termine an, aber es ist deutlich, deutlich weniger als vor Corona und ich glaube leider und befürchte, es wird auch noch einige Zeit dauern, bis wir auf ein Niveau kommen von der Zeit vor Corona. Das wird sich alles noch normalisieren müssen und das wird seine Zeit brauchen. Ganz genau. Also, wenn man so ein bisschen generell in die Branche schaut, da ist schon noch einiges im Argen, kann man sagen. Ganz genau. Ja, musikalisch, wie geht's weiter? Wie arbeitet ihr? Arbeitet ihr? Gibt's irgendwann mal eine CD, ein Album? Ist da was geplant? Oder erstmal Single für Single sich so vorarbeiten? Was sind eure Pläne? Martin, willst du schon? Ja, also wir arbeiten an unserem Album immer noch seit langem. Also wir haben auch schon viele Titel fertig, die ja auch schon fertig produziert sind tatsächlich. Also wir haben halt immer noch nicht so das, also die perfekte Auswahl. Also wir haben jetzt sehr viel am Material und da müssen wir jetzt noch ein bisschen ausloten, was eignet sich fürs Album, womit können wir uns identifizieren, was spiegelt das wieder, was wir auch wirklich darstellen möchten als Zeitflug. Wir sind teilweise sehr experimentell und ja, deshalb da ist noch ein bisschen Redebedarf. Und genau, ansonsten kann man vielleicht schon ein bisschen teasern. Das ist noch nicht 100% in Stein gemeißelt, aber es wird ein kleines Special geben, im nächsten Monat vielleicht sogar schon. Genau, aber ansonsten, ja, ist das erstmal so der Fahrplan. Also wir nehmen fleißig Lieder auf und versuchen halt so das Beste von dem, was wir an Material haben, dann irgendwann mal zu veröffentlichen. Und wir hoffen, dass im nächsten Jahr, dass es dann soweit sein wird. Ja, hoffen wir mal alle, vor allen Dingen auch, dass man wieder mehr Auftritte dann absolvieren darf, weil ich denke mal, das ist ja sowieso das A und das O, auf der Bühne zu stehen für einen Künstler, weil alles andere bringt ja nichts, ne? Wenn man nur produziert und man einen nicht kennt, dann ist es schlecht, dann ganz genau. Ihr seid ja jetzt alle schön im Ruhrgebiet sozusagen zu Hause. Dann, wenn ihr zusammenkommt, probt und so weiter, was steht da im Vordergrund? Eher mal nur der Gesang oder dann auch das Tänzerische? Es kommt ja alles dann zusammen, denke ich mal, ne? Wo müsst ihr hauptsächlich feilen? Ja, das machen wir situationsabhängig, aber der Dennis will da, glaube ich, gerade was zu sagen. Ja, gerne. Ich wollte nur sagen, dass das alles immer wieder Probebedarf hat. Also es ist halt, man muss immer schneiden und feilen, damit es halt auch an die Ruhe gehalten werden kann. Ja, also es ist beides, das Pflegen und Tanzen auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, soweit jetzt mal zu Zeitflug. Fans habt ihr natürlich auch. Fangeschichten gibt es da bestimmt auch einige. Wie groß ist denn eure Fangemeinde? Kann man da irgendwie was Zahlen nennen oder weiß nicht, wie sieht's aus? Es ist schwierig zu beziffern, glaube ich, weil es gibt ja dann immer wieder Leute, also es passiert uns auch schon, dass man dann in Essen über die Straße läuft und Leute einen ansprechen und sagen, du bist doch von Zeitflug und man hat das gar nicht immer so auf dem Schirm. Aber es gibt viele Leute, die einen dann doch vom Radio kennen oder tatsächlich die Musikvideos kennen, aber jetzt nicht unbedingt die Konzertgänger sind oder die zu solchen Schlagerpartys gehen. Wo wir dann manchmal auftreten, das ist schwierig zu beziffern. Wir haben so einen harten Kern gerade hier im Gebiet, Rhein-Ruhr-Gebiet. Da sind schon ja ein harter Kern, wo auch Veranstalter eigentlich immer ein bisschen Zeitflug bringen Leute mit. Aber das ist auch immer ein bisschen lustig, weil es so wie ein Familientreffen dann ist. Es ist immer schwierig zu beziffern. Also wie gesagt, manchmal wird man auf einmal erkannt und man bekommt selber natürlich gar nicht so mit, wer alles hinter diesen Streaming-Zahlen und YouTube-Zahlen steht. Die kommen nicht unbedingt alle immer zum Konzert, aber die hören einen dann schon
und ja, man kriegt es dann ja auch mit, wenn Lieder gewünscht werden im Radio oder so. Das ist immer ganz, ganz interessant. Also ich glaube, wir kennen viele unserer Fans leider, leider noch nicht, weil wir sie auf Auftritten noch nicht häufig genug sehen können. Ganz klar. Ja, Aber Zeit, ich ja, möchte das bitte. hinzufügen. Also wir hatten am 31.07. unser erstes eigenes Konzert, oder das wir selber veranstaltet haben mit ein paar Schlagerkollegen. Und da war es so, dass wir also 200 Leute da hatten auf dem Platz, die dann halt hauptsächlich wegen uns gekommen sind. Und genau, deshalb, also das war dann schon so, also ein schönes Gefühl dann zu sehen, dass da so viele Leute dann doch vor der Bühne stehen, die ja, die Musik von uns genießen. Zeitflug, das ist eigentlich so ein Name, der zum einen auch in die Zukunft blicken lässt oder aber auch wieder zurück. Was sind so eure, was, wenn man so euren Zeitflug jedem Einzelnen so ein bisschen vielleicht mal nochmal beschreibt, an welche Zeit würdet ihr euch nochmal zurück wünschen? Fangen wir nochmal bei Martin an, wenn man so einen Zeitflug da machen könnte. Ja, boah, welche Zeit würde ich mir wünschen? Also in welche musikalische Epoche oder was? Oder worum Generell geht privates Leben, private Sachen, eher vielleicht so Okay. nochmal, gut, ihr seid jetzt noch nicht so alt, dann könnten wir, sonst könnten wir sagen, dann nochmal 20 sein oder so, aber ihr seid ja jetzt quasi mehr oder weniger erst gewesen, ne? Na, also wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, dann würde ich nochmal ja in die Zeit zurückgehen, wo mein Papa noch gelebt hat zum Beispiel, um ihn halt nochmal zu sehen. So, also wird mir jetzt so als erstes in den Kopf kommen. Ja. Und vielleicht Zukunft, was denkst du da, wo führt es dahin? Also wenn ich in die Zukunft reisen könnte, dann würde ich gern ganz weit in die Zukunft, um zu sehen, wie die Welt halt so in 1000 Jahren aussieht. Also wie Das würde mich ja, also ich interessiert mich halt total, ne, ob es dann fliegende Autos gibt, ob es die Erde überhaupt noch gibt. Ja, also solche Sachen halt, Ja. ja. Dann gehen wir gerade weiter zum Ruben. Ja, also ich glaube, musikalisch würde ich unglaublich gerne so in die 20er Jahre nochmal zurück. Also nicht diesen Jahrtausends logischerweise, sondern des letzten Jahrhunderts, 1920er Jahre, das fände ich musikalisch total spannend. Und was die Zukunft angeht, ja, ich würde gerne quasi mal in die Zeit reisen, so Ende diesen Jahrhunderts, um zu sehen, ob unsere Eltern- und Großelterngeneration unsere Zukunft und die unserer Kinder noch ernst nimmt oder ob die Politik jetzt leider Gottes weltweit nur noch nach sich selber schaut und nicht nach der Zukunft der nachfolgenden Generation. Das Ja. wäre schon spannend zu sehen. Und dann hier noch Dennis darf auch noch seinen Zeitflug Ja, bekannt geben. ich fand es total spannend, mal irgendwo in die Zukunft zu fliegen, wenn es vielleicht Kontakt mit Außerirdischen gibt. Also, das fand ich total spannend. Das finde ich so schade, dass wir das wohl nicht mehr erleben werden, alle. Also, vielleicht irgendwo hinzureisen, wo es einen Kontakt gibt. Und ich weiß ja nicht, wann das ist, aber da würde ich da gerne hinreisen. Das muss so. Okay, sehr gut. Ja, also Zeitflug, wie gesagt, vieles möglich und hoffentlich noch vieles, sagen wir so, musikalisch vor allen Dingen. Wenn man jetzt natürlich von euch noch ein bisschen mehr erfahren möchte, jetzt dürft ihr mal wieder ein bisschen Werbung machen für die Homepage und für die Social Medias. Wo findet man was? Ja, genau. Also bei uns findet man auf der Webseite zeitflug.com natürlich nicht nur Infos über uns, sondern zum Beispiel geht es da auch zu unserem Merchandise-Shop, wo man uns natürlich auch in dieser Zeit unterstützen kann, indem man Fanmerch bestellt. Wir haben wirklich ganz tolle Kollektionen zu jeder Single immer erstellt. Wir haben natürlich Instagram, Facebook, TikTok wird jetzt auch vermehrt kommen, so zumindest der Vorsatz. Wir merken, dass wir da jetzt auch schon fast zu alt für sind, aber wir sind nicht zu alt, um wieder dazu zu lernen. Deswegen wollen wir uns da auch ein bisschen wieder reinfuchsen. Ansonsten kann man uns sehen jetzt im November auf jeden Fall beim Fanfest von Uwe Hübner in Düsseldorf. Das wird wieder ein großer Auftritt sein, der möglich ist. Ich weiß gar nicht, hab ich noch was vergessen? Helft mir auf die Sprünge, Jungs. CSD Düsseldorf werden wir, sagen Sie mir doch jetzt auch schon sagen, am 16. Oktober werden wir da zu sehen sein.
Genau. Ja, und ansonsten einfach. Und hier ist Grüterich, ich habe den Namen vergessen, in Köln. Gürzenich in Köln am 11.11., ganz wichtig, ganz vergessen, genau. Zur Sessionseröffnung in Köln in Gürzenich sind wir quasi mit allen Großen und Größen des Kölner Karnevals, eröffnen wir die Session in Gürzenich in Köln. Da freuen wir uns auch sehr. Ich weiß nicht, ob es schon ausverkauft ist, ich gehe ehrlicherweise davon aus, aber schaut ansonsten mal nach im Internet. Das ist eine super Veranstaltung. Genau, also Kölner Karneval, der geht auch wieder los, 11.11., ganz genau. Und ja, dann kann man euch, wie gesagt, auf der Homepage natürlich weiter verfolgen und da stehen, denke ich mal, auch dann die aktuellen Termine drin. So ist es. Prima. Ja. Wunderbar, dann haben wir es doch für heute schon mal geschafft. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwo mal auch live von Angesicht zu Angesicht und dann können wir da gerne eine weitere Fortsetzung machen. Den Zuschauern sage ich jetzt einfach herzlichen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, Zeitflug unbedingt merken und ja, euch alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Ciao. Bis dann, bis bald. Tschüss. Ciao, tschüss. Dankeschön.